Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Schlümpfe. Wir haben in der letzten Folge das, ja, was auch immer, ich weiß gar nicht, wie es hieß, abgeschlossen. Sind jetzt auf jeden Fall hier in den Minen und, okay, so, ich habe jetzt halbwegs ordentlich gespaßt. Achso, ich muss wahrscheinlich nach unten drücken, ne? Ja, wie auch immer das geht, hat mir das Spiel, denke ich mal, sehr gut erklärt. Was kann ich denn jetzt hier drücken? Hätte ich die Weiche? Nee, die kann ich nicht umstellen. Also ich weiß nicht, du, das, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe, aber... Ja, ne, das, ist halt die Frage, muss man dann immer die Weichen stellen oder gibt es mal Trolls? Nee, ohne Spaß, ich muss das jetzt erstmal hier herausfinden. Nee. Grundsätzlich, wie ist es mit der Geschwindigkeit und so weiter? Was macht er denn hier? Okay, ich habe jetzt X gedrückt, aber da... hatte ich mich eigentlich geduckt? X. Okay, dann hier ducken. Alles klar. Ich glaube, jetzt habe ich es. Ja, dann hier wieder ducken. Dann habe ich da jetzt Weichen verstellt. Das kann man... Ja, seht ihr? Da war es. Das war die Weiche, die ich hätte nicht verstellen dürfen. Und jetzt drücke ich wieder die ganze Zeit X und es passiert gar nichts. Ja. Ja, aber auch man kann wirklich auch nur wegen dem Safe State. Ach nee, Moment. Ach, da seht ihr dieses Ding da? Ach so, ich dachte, er biegt einfach von sich aus ab. Nee, da sind ja kleine Stellen, wo das geht. So, das mache ich jetzt hier nicht. Wobei, nee, ich hab's beim letzten Mal wohl doch nicht gemacht. Ich dachte, ich hätte es gemacht und es wäre halt falsch gewesen. Oh Gott, ey. Wir sind doch jetzt hier schon locker 20 Mal gestorben, ne? Ja. Macht 21 Mal, würde ich sagen. Preiset die Safe States. Ich denke, ich werde dieses Spiel nicht nochmal anfassen, wenn ich hiermit fertig bin. Also wirklich, es ist die letzten 2-3 Level, die haben mir einfach gezeigt, dass weiß nicht. Na, es gibt ja Leute, die verkaufen ihre Seelen für den guten Erfolg. Und ich befürchte, dass ich hier auch meine Seele verkaufen müsste, um das Spiel schaffen zu können, ja. Anders kann ich mir den Shit ehrlich gesagt nicht wirklich... Liegt es... Also es gibt ja immer so die Leute, die dann sagen, ja, sie sind da zu alt dafür. Liegt es an meinem Alter? Liegt es an meinem Alter, meine lieben Freunde? Nein, ich würde sagen, das ist von der Farbgebung her, von der Geschwindigkeit her, der reinste Abfuck. Das ist ja auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, du schaffst das beim ersten Mal nicht, aber dann beim nächsten Mal weißt du Bescheid. Nein, das ist einfach auch so die ganze Art und Weise, wie sich, und da leckt's auch noch, die ganze Art und Weise, wie sich die Kamera bewegt und so weiter, wie sich der Spieler bewegt, durchs Level geht. Man ist ja auch eher in der Mitte des Levels, ne? Normalerweise ist man dann eher irgendwie links oder rechts am Rand und kann dann die Gefahren besser sehen, aber hier, ich komme da überhaupt nicht drauf klar, weil alles wackelt, weil ja auch quasi dieses Lorengewicht simuliert wird. Das ist ein reinster Bullshit hier. Ein reinster Witz. So, das habe ich verstanden. Und dann hier nochmal X. Am besten immer X drücken. So, jetzt sind wir minimal. Warte, ich mache den Safe Set, ganz ehrlich. Kannst mich mal kurz, weil ich glaube, besser wird's nicht. Auch wenn ich jetzt natürlich minimal Schaden genommen habe. Guck mal hier. Das seht ihr? Checkt ihr da irgendwas? Jetzt habe ich nichts gedrückt. War natürlich auch falsch. Also drücken und dann habe ich mir da den Kopf gestoßen, alles klar. So, dann runter. Ist da was? Ja, das, diese, guck mal, da habe ich doch, kann man nicht wenigstens diese Weichensteller so ein bisschen mehr rausstechen lassen, von mir aus so irgendwie so anleuchten oder so? Das ist, what the fuck, ey. Und dann musst du dich halt noch parallel ducken, aber ich muss mich doch auch darauf konzentrieren, die Weichen richtig zu stellen. What the fuck, ey, ganz ehrlich. Ich hatte ganz dunkle Erinnerungen daran, ja. Nee. Ich bin halt gerade wirklich schockiert. Ich glaube, das ist eines der schlimmsten Level, die ich jemals in einem Jump and Run spielen musste. Ganz ehrlich. Das schon wieder. Ich habe da keine Weichen gesehen. Ich hab's eigentlich noch nicht gesehen, Leute. Da! Das habe ich jetzt gesehen, aber ich glaube, den hatten wir vorher schon, ne? So, ja. Kopfstoßen, nee. Ich glaube, das Herzchen möchte ich mir noch behalten. Am besten du spammst. Ganz ehrlich, ich spam jetzt, Leute. Ich spam jetzt. Ich drücke jetzt die ganze Zeit X.
und hoffe, dass es keine Weiche gibt, die mich irgendwie bullshittet. Hört ihr das? Hört ihr das? Gut, da bin ich jetzt gegengestoßen, weil ich wollte, dass man das ordentlich hört hier. Mach das jetzt. Das ist der Trick, aber dann kann ich mich nicht richtig ducken, ne? Ja, dann kann ich mich nicht richtig ducken, okay. Also hundertprozentig Spam ist jetzt nicht so geil, aber es funktioniert. Ne, von wegen hier im richtigen Augenblick drücken und so weiter. Nee, 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 nee. Du machst das einfach. Du spammst einfach. Eiskalt. Und hoffst, dass du die Weichen auch wirklich immer stellen musst. So, mach, Moment. Bin ich jetzt im Kreis gefahren? Ich bin im Kreis. Ich weiß nicht, sieht das alles gleich aus oder fahre ich gerade im Kreis? Ich bin extrem verwirrt. Nee, da ist ein fucking Leben, okay? What the fuck? Ich hab keine Ahnung, Leute. Ich hab absolut keine Ahnung. Ich glaube, ich fahre wirklich im Kreis. Okay, da muss ich sie definitiv stellen. Und wenn ich sie jetzt hier nicht stelle, dann... Hä? Bin ich jetzt weitergekommen? Was ist das? Was ist das? Oh Gott. Das ist richtig. Und wenn ich das jetzt hier so mache, dann fahre ich da runter. Ich habe übrigens gerade irgendwie so ein... Wie soll ich sagen? Déjà-vu. Habe ich schon mal davon geträumt? Es kommt irgendwie gerade alles so vertraut vor. Nein, das liegt nicht am Let's Play. An irgendeines, welches ich vor 10 Jahren gesehen habe. Nein, nein, nein. Aber was ist denn? Ich habe doch jetzt alles richtig gemacht. Oder nicht? So hier? Ja? Und wenn ich... Da, das, den muss ich auch drücken. Ich habe nach unten gedrückt, du Auschwitzi. Und jetzt hier... Das ist auch richtig. Ich habe nach unten gedrückt. Irgendwie muss man... Man muss ja nochmal nachdrücken, glaube ich, ne? Wenn man die Weichen verstellt hat. Sonst wird es nicht registriert. Jetzt muss man wirklich noch hier drauf aufpassen. Ich habe schon wieder, ich habe es gedrückt. Zack. Und jetzt hier nichts drücken. Das ist wirklich das... ich verstehe das nicht, ey. Bin ich in einer Schleife gefangen hier oder was? Fucking Kreisverkehr. Oder ist das Level halt wirklich so... Ich habe wieder gedrückt. Wirklich so scheiße und es muss einfach 20 Minuten lang noch so gehen. Irgendeine muss ich bestimmt nicht verstellen. Oh, guck mal. Das sieht spannend aus. Hätte ich da jetzt... Ja, da wollte ich ja auch, glaube ich, hin, ne? Oder vielleicht sind auch zwei hintereinander gekommen und ich habe es nicht realisiert, weil ich halt gespammt habe. Das könnte auch sein. So, jetzt... Ich mache mal hier... Nein, 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 nein. Ich habe mich sicher gefühlt, Leute. Ich habe mich fucking sicher gefühlt. Oh mein... Moment, was? Ach so, ja klar, die da. Tja... Tja, ja, da haben wir mal ordentlich Scheiße gebaut. Aber Moment, das sieht doch jetzt so aus, als wäre ich nicht... Als wäre ich doch jetzt wieder an der Stelle hier gewesen, oder? Ich verstehe das Spiel. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich kann nur... Das ist jetzt mein persönliches Purgatorium hier. Ich kann nur drücken und hoffen, dass... da habe ich nicht... Ja, das habe ich da noch im letzten Augenblick gesehen. Ich kann nur hoffen, dass es irgendwann endet, ne? Dass ich irgendwann rausgelassen werde. So ungefähr habe ich mich auch gefühlt, als ich mal Wasserrutsche gefahren bin im Heim ein, zweimal. Also es ist ganz, ganz komisch. So einerseits ist es geil, aber gleichzeitig dachte ich mir auch, boah, holt mich hier bitte raus, ey. So, ja. Jetzt hier, ich glaube, das ist jetzt wieder die Stelle, oder? Moment, war da oben? Ist da eine... Nee, nee. So, jetzt hier, ja. Aber wieso kann man... Ich verstehe das nicht. Wieso muss man sich denn da noch ducken, wenn man eh verreckt? Ich hab... Leute, was ist das? So, jetzt hier, ich duck mich. Und da geht's nicht weiter. Das ist einfach ein Troll, oder? So. Dann machen wir den. Ja, ja, ja. Da, das haben wir jetzt gedrückt. Aber die Frage ist, war das richtig? Da, ich wollte drücken und dann hat das Spiel... Das kommt ja noch dazu. Ihr wisst ja, schwammige Steuerung und so weiter... Eingabeverzögerung. Zack. 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 Ja. Aber das sieht doch schon wieder gleich aus hier. Oh, hätte ich darunter gemusst? Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es... ich tut mir leid, wenn ich immer dasselbe sage. Aber das geht auch gerade in meinem Kopf so ab, dass ich mir so denke, das ist doch... Das muss ein Kreisverkehr sein, aber da unten ist ein Leben.
Vielleicht ist es auch einfach schlechtes Level-Design, ich weiß es nicht. Weil wenn da unten ein Leben ist, dann bedeutet das ja, dass ich doch tatsächlich irgendwie richtig fahre, oder nicht? Aber wie großzügig von dem Spiel. Ne? Stirbst 30 Mal. Aber hier, du kannst hier ein Leben einsammeln, ja? Sei dankbar. Sei gefälligst dankbar. Oh Mann, ey. Ja, da, ja, wieder verpasst. Gesehen, gedrückt, aber leider verpasst. Klingt auch nach einer Beziehungsseite. Sie haben sich gesehen, gedrückt und dann doch, ja. Doch waren sie nicht füreinander bestimmt. So. Dann hier wieder zack, ducken. Drücken, drücken. Drücken, ducken, drücken, ducken. Aber da habe ich mich halt zu lang geduckt und das Leben nicht bekommen. So. Ich drücke, ich drücke, ich drücke. So, ist es jetzt dasselbe? Ich weiß nicht. Das werden wir gleich herausfinden, wenn dann das Leben wieder da ist. Oh Gott. Nee, ich sehe kein Leben. Ich mache ein Safe State. Oh nein. Oh, nein, und ich... Warte mal, ich habe hinter dem Dings gespeichert, ne? Stellt euch mal vor, Leute. Dann... Versafe-state ich mich hier noch ein paar Mal und gehe dann doch Game Over. Also es ist dann doch tatsächlich was anderes. Es sieht halt nur alles gleich aus. Ja, nur das kann man mal machen, würde ich sagen. Kann man tatsächlich mal machen. Ich kann auch mir die Pulsadern aufschneiden. Kann ich auch tatsächlich machen. Ne? Ist halt immer so die Frage, inwiefern das jetzt sinnvoll ist. Wie kann man es denn schaffen und vor allem wagen, das Level so gleich zu bauen, dass man einfach denkt, man würde im Kreis fahren und dabei fährt man nicht im Kreis? Wie kann man das generell so lang schieben, frage ich mich. Ich habe jetzt hier nochmal ein Safe State riskiert, wie ihr gesehen habt. Na gut, ne, da... Ja, alles im besten Fall optimieren. Und... Schauen, dass man, wie gesagt, ich mag mich da nicht wiederholen, ich drücke immer. Okay, das war vielleicht zugegebenerweise ein bisschen zu spät, aber ansonsten ducke ich mich eigentlich immer richtig. Oh, da, ich hätte fast gespeichert, ne? Fast. Ja, da auch schon wieder verpasst. Wirklich, also, ne, bin immer noch sehr, sehr... gestürzt. Auch schon wieder da, das ist halt, man darf ja nicht safe-staten, aber gleichzeitig ist es halt irgendwie so lang, dass, da muss man sich doch irgendwie wehren, oder? Ich hätte vielleicht nochmal auf einem anderen Slot speichern können, damit ich dann notfalls, wenn ich halt wirklich, da hat's geleckt, wenn ich dann wirklich 500 Mal mich verspeichert habe und dann Game Over bin, dass ich dann einfach den Slot wechsle. So, runter. Runter. Ducken, ducken. Ich brauche meine Nährstoffe. Ey, das. Da ist auch so ein. Bei dieser Stelle so eine komische Hintergrundfarbe und so. Als wäre die Weiche von einem Stein oder so halb versteckt. Deswegen, oh ja. Das ist gerade so ein bisschen, ne? Ihr wisst ja, mein schwarzer Humor und so weiter, aber ich habe auch gestern wieder so einen alten Clip gesehen, da war so eine Frau, die von ihrer Familie anscheinend so satanistisch vergewaltigt, misshandelt wurde, die hat da so ein bisschen drüber geredet und ne, diese Leute spalten ja dann immer, weil das in sehr jungen Jahren passiert, ihre Persönlichkeit, um damit klarzukommen, und ich versuche gerade auch irgendwie damit klarzukommen, ja, das wollte ich einfach nur sagen, so, ich versuche einfach gerade... Ich versuchte krampfhaft das nicht an mich herankommen zu lassen, was hier für eine abgefuckte Scheiße auf meinem Bildschirm passiert, ey. Scheiß mal auf LSD Dream Simulator und jedes verkackte Horrorspiel. Das ist halt wirklich total absurd. Wow. Ganz ehrlich. Dieses Level gehört auf den Index. Jetzt mal ohne Spaß. Mit der Hilfe des Storchs kannst du eine Menge Boni sammeln, die am Himmel verstreut sind. Boah, geil, Bonus-Level. Geil, ey, Bonus, geil, 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 ey.
Na, dann spielen wir das doch mal wieder durch und sammeln hier natürlich dementsprechend. Wo habe ich denn jetzt das vierte Leben her? Ja, wahrscheinlich irgendwie, ja, durch irgendeine Punktzahl, das ist wirklich. ich glaube, ich muss da eine Nacht drüber schlafen, Leute. Oh, was? Da bin ich zu tief. Ja, jetzt hätte ich auch fast Safe State gesetzt. Ich muss da ernsthaft, ich muss zum Psychologen, ganz ehrlich. Scheiß mal auf die Pandemie. Das Level hier. Puh, das, nee. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Ach, komm schon. Immerhin zwei Leben, ne? Wäre wahrscheinlich sowieso nicht interessanter gekommen. Oh, das ist sogar die Folge vorbei. Ach nein, natürlich muss es ein Vulkan-Level geben. Akt 12, der Vulkan. Was hat das mit Gargamel zu tun, Alter? Hättest du nicht einen anderen Weg nehmen können, du dummer Wichser? In diesen Gängen werden deine netten Geschenke dir helfen. Einen Durchgang. What? Ich habe wirklich eine Persönlichkeitsstörung, oder? Jetzt bin ich wieder Geschenkeschlumpf. Aber ich dachte, ich bin Schlaubi-Schlumpf. Ich bin alles auf einmal, alles klar, Leute. Ja, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge versuchen wir uns nochmal an dem Vulkan. Ich denke, es wird angenehmer werden. Angenehm schlecht natürlich, aber angenehmer als angenehm. Ne? Das ist so, wenn du, wie gesagt, aus der Satanistenfamilie kommst und quasi von einem BDSM-Verein adoptiert wirst. Ja, so nach dem Motto. Ja, kriegst noch den Arsch versohlt, kriegst noch ordentlich Stöcker in den Arsch und in den Pillermann gerammt, ja, aber immerhin werden keine Kinder und Tiere geopfert auf dem Silbertablett, ja, es ist eine Verbesserung, aber auch hier habe ich nicht so wirklich die 0,5 Erinnerungen, die ich an dieses Level habe, die sind auch nicht gut, tatsächlich, ja, und ich glaube, das ist auch wieder so, weil, ja, Vulkan, ich glaube, das Kack-Level, die Lava steigt gleich. Also es ist ein Wanderlevel. Oder wie die Neuzeit-Kiddies sagen, Autoscroller. Ja, ich habe damals immer Wanderlevel gesagt. Ich stehe dazu und ich möchte diese Tradition behalten. Sollte ich, was nicht passieren würde, aber sollte ich, würde ich Kinder kriegen, ich würde denen beibringen, Wanderlevel zu sagen. Und nicht Scrolling-Level. Jedenfalls, ich glaube, die Lava steigt gleich und wir müssen halt schnell nach oben kommen. Sprich, da muss man dann noch dementsprechend aufpassen, wie man die Safe States setzt, falls man sie setzen mag. Und ich befürchte, auf lang oder kurze Sicht würde es wahrscheinlich passieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, see ya.